Freunde, ich grüße euch. Es geht wieder weiter. Wie ihr sehen könnt, ich bin in einem alten, verlassenen Wohnhaus. Das steht schon viele, viele Jahre leer. Komisch ist nur, dass wirklich fast alles zurückgelassen wurde. Also hier gibt es noch einiges zu sehen. Seid gespannt und genießt das Video. Also ich war jetzt schon oft alleine in verlassenen Häusern, aber in so einem Wohnhaus, vor allem in einem, der noch so viele Sachen sind und das noch so wohnlich eingerichtet ist, hat man schon immer ein ziemlich komisches Gefühl. Es fühlt sich halt an, als wäre hier noch Leben, als wäre hier noch jemand da. Irgendwie ist es mega spannend, aber irgendwie macht es einen auch total unruhig. Ich finde es echt so krass, dass hier noch so viel Zeug drin steht. Also fast alles. Klamotten sind weg, Geschirr ist weg,
Da stellt sich mir jetzt die Frage, sind diejenigen, die hier gewohnt haben, verstorben oder ausgezogen und haben alles zurückgelassen? Weil Kleidung, Geschirr, so die ganzen kleinen Sachen, die sind ja weg. Nur die Möbelstücke sind noch da. Hier scheint das Schlafzimmer gewesen zu sein. Hier war wohl eine Art Arbeitszimmer. Auch noch fast voll eingerichtet. Schreibtisch, Stuhl, Schrank, Vitrine, alles da. Hier auch noch so ein typischer alter massiver Schrank, wie man ihn von Omi aus der Stube kennt. Einfach alles noch da. Das Weiße hier ist alles Schimmel. Also scheint das schon eine ganze Weile leer zu stehen. Hier ist jetzt der letzte Raum. Sieht aus wie eine Art Ankleideraum. Kleiderschrank. Also richtig, richtig spannendes Haus. Die Leute, die hier mal gewohnt haben, hatten es auf jeden Fall gemütlich. Ich bin fasziniert und nervös zugleich. Mir reicht es aber. Ich hau wieder ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios.